Siehst du, da sind wir jetzt. Denn wenn man so einen berühmten Actionheld wie den Chuck Norris sucht, wo geht man da hin? Nach Hollywood. Because we are not swimming along the burning soup. Weil wir auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen sind. Never stop, stop, never stop, never stop, never stop. Auf dem Walk of Fame haben wir den Stern vom Chuck Norris gesucht und selbstverständlich sofort gefunden. Also, dass das so einfach ist. Jetzt müssen wir bloß noch wissen, wo er wohnt. Aber es sind ja genug Leute da, die uns das sagen können. I don't know. You don't know. You know, it's not like we hang out or anything. Mhm. Aha, er hängt bloß selten rum mit dem Chuck und weiß deshalb nichts. Somewhere in Hollywood. In Hollywood, maybe. Oh, the very famous people are here. Oh, so da haben wir schon den Checko. Grüße Gott, Mr. Jackson. Oh, he's probably in Malibu somewhere. He seems like the type of guy who lives on a ranch or something, you know? Ah, in Malibu? Probably so. Aha, unser Chuck, ein Herr für die besseren Viertel. Beverly Hills? Hinter dem Gestrüpp da? Oder in dem Designerstadel? Aber da ist ja niemand zum Fragen da. Sky God in Sacramento! Dann halt Malibu Beach. Ob der Chuck da seine Spuren im Sand hinterlassen hat? No, no Chuck Norris. No. And we've looked hard. We've looked high and low. But no Chuck Norris. No Chuck Norris. Überall haben's geschaut, aber nichts gefunden. No, I don't think so. I haven't seen him. And I've been here for years. Yeah, so you haven't seen him either, have you? Not much. Not much? That means you have. Der geheimnisvolle Kapuzenmann scheint was zu wissen. So you saw him? Yes, I saw him. Here? Yeah, I saw him in Malibu, yes. And what did he do? He was shopping. Shopping? Yes. Did you talk with him? Just say hi, not much. Das muss ich jetzt erst einmal setzen lassen. Da hat also tatsächlich einer mit Chuck Norris gesprochen. Andererseits hilft uns das jetzt wirklich weiter. Der Klingelton reißt mich aus der Grübelei. Ach, Caroline! Ach, das ist ja, du rufst da an, das ist schön. Einen Tipp hast. Erzähl. Eine Freundin aus Deutschland kennt einen, der einen Karatelehrer kennt, der Chuck Norris kennt. Und den Mann werden wir finden, wenn es sein muss, mit modernsten Mitteln.